Wir waren spielerisch eigentlich nicht unterlegen. Gut, wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, im Zentrum den Zugriff zu bekommen. Gut, die beiden Gegentore, wird man dann auch sehen, haben wir uns leider selber reingehauen. Ja, meiner Meinung nach haben wir das Spiel heute in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben und verloren auch ein Stück weit, weil ein Unentschieden ist für mich heute ganz klar verloren. Was ich gerne erwähnen würde, ist, dass es einfach nicht geht, dass wir heute den Elfmeter nicht gepfiffen bekommen. Zwei Tore von Marius Ebbers werden nicht gegeben. Eine fragliche Situation, okay, alles gut, aber im Zweifel immer für den Stürmer. Und man kann bei dem letzten Freistoß von uns, kann man nicht das Spiel abpfeifen, weil der Ball in der Luft ist und Marius Ebbers hochgeht und den Ball in den Winkel drückt. Unser Trainer hat uns ein paar gute Worte mitgegeben auf dem Platz. Wir waren sehr wütend und haben diese Wut umgewandelt in unser Spiel. Zweite Halbzeit waren wir dann auch spielerisch dann überlegen, auf jeden Fall sehr überlegen. Haben die zwei Tore dann auch verdient zu unserem Glück auch noch gemacht. 2-0 Rückstand gegen Viktoria aufzuholen ist nicht das Einfachste, aber wir haben es geschafft.